Lucia Puttrich, hessische Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, machte sich in dieser Woche in der Kälterei Walter ein Bild über den aktuellen Stand der Stöffje-Produktion 2011. Im Rahmen der Kältereibesichtigung gab sie den Startschuss für die Verteilung einer neuen Verbraucherbroschüre, die der Verband der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkältereien gemeinsam mit ihrem Ministerium und der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen herausgegeben hat. Wir haben die Broschüre mitfinanziert, wir haben sie mitkonzipiert, aber am wichtigsten ist uns, dass sie jetzt unter die Leute kommt, weil wir einfach zeigen wollen, welche Qualität mit hessischen Äpfeln verbunden ist und welche tollen Produkte man daraus gewinnen kann. Die Broschüre soll den Verbraucher rund um den Apfel informieren. Ralf Walter, Inhaber der Kälterei Walter, erklärte der Ministerin die Abläufe im Betrieb und machte sie auf die hohe Qualität der diesjährigen Ernte aufmerksam. Die Ernte war sehr gut. Wir haben auch relativ viel Obst bekommen, hier aus der Region. Ja, und haben natürlich auch eine gute Qualität bekommen, da vor zwei Wochen noch richtig schön die Sonne geschienen hat, im ganzen September. Und da sind natürlich auch die Werte und der Zuckergehalt nochmal nach oben gegangen. Doch Kältereichef Walter weist ebenso darauf hin, dass noch viel Obst an den Bäumen hängt und dass die Kältereien derzeit noch Kapazitäten haben. Die Leute haben jetzt noch ca. so zwei Wochen, ganzen Oktober Zeit, die Äpfel abzumachen. Wir wünschen natürlich die Kältereien, dass natürlich alle die Äpfel abmachen. Wir haben noch Kapazitäten frei und wir benötigen eigentlich jeden Apfel, weil wir wollen ja aus der Region die Äpfel eigentlich haben und nicht von weiter her. Dr. Johanna Höhl, stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkältereien, versetzte die Ministerin ins Staunen mit der Aussage, dass auf hessischen Streuobstwiesen rund 1000 verschiedene Apfelsorten wachsen. Sie erwähnte zudem, dass die hessischen Kälterer mit ihren Produkten bundesweit im Lebensmitteleinzel- oder Getränkefachhandel zu finden seien. Auch für Frau Dr. Höhl ist der neue Einsatz der Broschüre sehr wichtig. Ganz neu ist die Verbraucherbroschüre, die wir heute vorgestellt haben, ein wunderbares kleines Kompendium, was alles mitteilt, was über den Apfel Wissenswertes gibt, wie gesund er ist, was man alles draus machen kann und vor allen Dingen, was mir persönlich gefällt, so tolle Rezepte um den Apfel rum, die man alle nachkochen kann. Nach dem Rundgang in Bruchköbel testete die Ministerin zum Abschluss noch ein Gläschen Apfelsaft und ist überzeugt vom Erfolg der neuen Verbraucherinformation. Die Ministerin freut sich bereits jetzt auf den kommenden Apfelwein, denn auch sie weiß, welche Bedeutung das gute Stöffje für die Hessen hat. Der Apfelwein ist ein Nationalgetränk und er ist nicht nur gut, sondern er ist auch gesund.